Aber was mich wirklich traurig machte, ist, dass er nie erfahren konnte, wie wunderschön das Leben sein kann. So wunderschön. Ach, warte! Los! Ah, Scheiße! Martin! Hast du dich verletzt? Ich hol dein Hämorrhin. Nein, nein, ist gut. Ist nichts passiert. Ich schaff das schon. Schön. Ja. Oder? Als ob er heiraten würde. Und dann das. Oh, die sind auch schön. Was nett ist dein Chef da war. Ich glaube, der hat sich ganz gut amüsiert. Ja? Mhm. Na, Gott sei Dank hat meine Mutter ihren melancholischen Erst bekommen, als er schon weg war. Vielleicht bei unserer Hochzeit. Sei nicht so streng mit ihr. Nee, ist aber immer so. Immer wenn sie was getrunken hat, fängt sie an zu heulen. Und von Andreas zu erzählen. Und es geht auch keinem was an, dass ich Bluter bin. Wenn mein Chef das mitbekommen hätte, dann könnte ich mir jetzt die Kündigung abholen. Das ist doch Quatsch. Sie haben geschrieben, dass Hämoprin den defekten Gerinnungsfaktor 8 ersetzt und bei hämophilen Patienten Blutungen stoppen oder prophylaktisch verhindern kann. Ja. Ist doch richtig. Ja, klar. Aber es erklärt nicht, was das im Alltag für die Patienten bedeutet. Schreiben Sie, dass Hämoprin den Patienten ein neues Leben geschenkt hat. Bringen Sie O-Töne, Schicksale. Mein Gott, die meisten Journalisten wissen doch gar nicht, was es bedeutet hat, diese Krankheit zu haben. Die denken, dass Bluter lediglich beim Brotschneiden aufpassen mussten. Ja, soll ich jetzt noch ein Kapitel dranhängen, oder was? Ja. Ich denke, das würde helfen. Ja. Da kommt jetzt gleich eine Virologin. Die wollte unbedingt mit Lange reden, es geht um Hämoprin. Sie hat angeblich in ihrer Doktorarbeit irgendwas rausgefunden. Ich soll sie... Ja, wenn ich jetzt die Mappe nochmal überarbeiten soll, dann... Ja. Ich übernehme den Termin. Danke. Guten Tag, Martin Siegler, ich leite die Presseabteilung. Hallo. Das ist Dr. Hammerstein, der Leiter unserer Forschungsabteilung. Was können wir für Sie tun? Ich wollte aber Professor Lange sprechen. Das tut uns sehr leid, er ist verhindert.
Haben Sie schon mal von AIDS gehört? Sie meinen diese Krebsart? Morbus Kaposi? Blödsinn. Acquired Immunodeficiency Syndrome ist eine Infektion, die unter anderem Kaposi zur Folge hat. In den USA sind vor allem Homosexuelle betroffen, aber auch Einwanderer, Drogenabhängige und Bluter. Woher wollen Sie denn wissen, dass dieses AIDS eine Infektion ist? Ich habe hier einen Artikel aus einer amerikanischen Fachzeitschrift. Man muss davon ausgehen, dass die Krankheit durch Erreger in Blut und Blutprodukten übertragen wird. Wieso muss man davon ausgehen? Homosexuelle und Fixer sind die fleißigsten Blutspender. Und wenn die von AIDS betroffen sind, ist auch das Blut, aus dem sie ihr Hämoprin herstellen, mit dem Virus verseucht. Und können Sie sich vorstellen, was das für tausend... Entschuldigung, aber gibt es denn irgendeinen Beweis dafür, dass diese Krankheit durch ein Virus verursacht wird? Nein. Noch nicht, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, aber wir können ja hier jetzt nicht die Übertragungswege von etwas diskutieren, dessen Existenz noch gar nicht erwiesen ist. Verstehen Sie, das ist ja Blödsinn. Wie waren die Flitterwochen? Langweilig. Das totale Klischee. Und hier? Dito. Gestern Nacht hat er mich zweimal angerufen. Würde ich an seiner Stelle auch machen. Ach, wenn es das mal wäre. Ich wollte nur wissen, wo ich irgendwelche Akten gelegt habe. Gehen Sie rein, er wartet. Sie sehen prima aus. Scheint, Sie haben sich von Ihrer Party erholt. War ich etwa betrunken? Wer bei seiner Hochzeit nicht besoffen ist, hat keinen Respekt vor der Ehe, sagt man. Hier, kleines Andenken. Na, Gott sei Dank sind Sie nicht Fotograf geworden. Oh, das ist von Sabine sehr schön. Vielen Dank, sie wird sich sehr freuen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Nicht zu danken. Hammerstein und ich hatten gerade ein sehr merkwürdiges Gespräch mit einer Barbara Wenning. Das hat er doch Dämel mal. Er ist mit der Pressemappe beschäftigt. Dämel, der Dämel. Und was wollte sie jetzt so Wichtiges? In den USA sollen angeblich drei Bluter diese seltsame neue Schwulenkrankheit haben. Ja, ich habe davon gehört. Und was will die Frau jetzt von uns? Dass wir die Menschheit retten und vor einer Epidemie unbekannten Ausmaßes bewahren. Das alles? Dachte schon, wäre was Ernstes. Hallo, Mama. Hallo. Was denn du hier? Na, wie geht's dir, mein Engel? Du hast nasse Haare? Ja, das kommt vom nassen Wasser. Ich hab dir ein paar Sachen gebracht. Was denn für Sachen? Deine Sachen halt. Von Andreas, Bücher, Spielzeug. Ich will den alten Kram nicht. Ich hab keinen Platz in der neuen Wohnung und ich kann es nicht wegschmeißen. Das sind eure Sachen. Für mich ist es schon schwer genug, das Haus zu verkaufen. Also guckst du es dir wenigstens mal an, ja? Gut, mach ich. Biene? Biene, bist du da? Ja. Im Bad. Moment. Eine schöne Erinnerung. Eine schöne Erinnerung? Hallo. Wenn man eine Erinnerung verbrennen könnte, würde ich ein Riesenfeuer machen. Okay.
Räumen wir die Sachen im Keller. Aber die Wiege behalten wir oben. Vielleicht können wir die ja bald gebrauchen. Wie bitte? Wir haben doch gesagt, dass wir erstmal noch 2 Jahre warten wollen. Ja, aber wäre es jetzt so schlimm, wenn... Ja, es wäre schlimm. Und wieso? Was soll denn jetzt die Diskussion? Wir haben gesagt, wir warten 2 Jahre, dann wird neu verhandelt. Also, du solltest nicht mal reden hören. Noch 2 Jahre, dann wird neu verhandelt. Kinder sind doch keine Mittelstreckenraketen. Ja, genau, sie sind schlimmer. Wir waren uns einig, dass wir Kinder haben wollen. Ja, aber doch nicht jetzt. Es läuft doch gerade großartig mit uns. Wir sind doch so glücklich, Biene. Guck dir das doch mal an, wir 2 alleine. Das ist doch mal schön, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben für uns. Eine klare Absprache. Klare Absprache? Du hast gesagt, Kinder sind... Ja, ich habe das gesagt. Das hast du gesagt, jetzt erzählst du mir was von klarer Absprache. Biene, es war eine. Was bist denn du für ein Hühnerscheißer? Na, kannst du mal aufhören, mich zu beschimpfen? Was ist denn los mit dir? Na, Wein schon gekocht? Nee, haben wir noch nicht geschafft. Also Sabine? Komm. Wie geht's? Fantastisch. Kann ich irgendwie helfen? Nein, kannst du nicht. Doch, kannst du. Du kannst deinem Freund mal erklären, dass Kinder keine Bedrohung sind, sondern das Leben reicher und schöner machen können. Ja, können, Biene. Genau das ist es. Können, nicht müssen. Es kann nämlich auch genau das Gegenteil passieren. Im Gegensatz zu dir weiß ich, wie beschissen das Leben sein kann. Mensch, das Kinder, kannst du nicht einfach mal zufrieden sein mit dem, was wir haben? Du tust immer so, als ob deine Krankheit nichts bedeutet, aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Die Krankheit sitzt in deinem Kopf und sie bestimmt dein Leben. Martin, deine Blutwerte. Was Schlimmes? Deine Leberwerte sind wieder sehr hoch. Pass mit dem Alkohol ein bisschen auf. Scheiß Hepatitis. Na, ist nicht so schlimm, aber die Leber muss ja noch eine Weile halten. Ich schreibe dir jetzt mal was gegen die Erkältung auf. Und dann wollte ich dir noch etwas zeigen. Ich denke, das interessiert dich. Ein Rundschreiben. Ich halte es ehrlich gesagt für etwas überzogen, aber vielleicht ist es sehr interessant für deine Firma. Ich möchte dir auch in Zukunft empfehlen, nur bei Bedarf zu spritzen. Ein Medikament ist und bleibt immer eine Notlösung. Auch wenn es Kollegen wie Professor Ritter ganz anders sehen. Erste Untersuchungen an Gruppen gesunder Hämophiler haben leichte Störungen des immunologischen Systems gezeigt. Vielleicht sind die bisherigen Fälle in den USA nur die Vorboten für eine große Epidemie. Was sagen Sie dazu, Professor Ritter? Ich kenne das Schreiben. Das ist an alle Hämophilieärzte raus. Sind Sie da ganz dicht? Diese Störungen des Immunsystems, sind die gefährlich? Ach was. Wenn ein Patient jahrelang Fremdprotein aufnimmt, dann kann es natürlich zu einer Antigenüberladung kommen. Vollkommen normal. Und dieser Patient, der letztes Jahr angeblich hier in Ihrer Klinik an diesem AIDS gestorben sein soll? Das ist Teil der Kampagne gegen mich. Weil ich Faktor 8 in schweren Fällen auch prophylaktisch und hochdosiert verordne. Und das teuer, sehr teuer sogar. Aber ich sehe nicht ein, dass auch nur einer meiner Patienten Schmerzen erdulden muss, bloß weil die Krankenkassen meinen, Geld sparen zu müssen. Den musst du probieren, Walter. Ein sensationeller Imperial-Bio. Sie auch? Nee, danke für mich nicht. Sie können uns also versichern, dass der Mann, der in diesem Schreiben hier Patient 1 genannt wird, nicht an AIDS gestorben ist? Ja, das kann ich Ihnen auch schriftlich geben. Das wäre gut. Ich meine, wenn hier was dran wäre, dann würde das unsere Firma ruinieren. Da haben Sie allerdings recht, Siedler. Auf die Gesundheit. Wohl sein. Die Beretta? Ja, war ein interessantes Gespräch. Warum? Ging es um Geld? Nein, wieso? Weißt du, wer meine Stelle bezahlt? Meine Klinikverwaltung? Nein. Deine Firma. Ja und? Wie ja und? So, jetzt der Rest. Hast du das gewusst? Ja gut, dann zahlen letztendlich wir deine Stelle. Aber das ist auch ein ganz normaler Vorgang, oder nicht? Das betrifft nicht nur meine Stelle. Das ist alles Teil des richtig satten Rückvergütungsdeals. Je mehr Hämoprin wir im Zentrum verschreiben, desto größere Belohnung spendiert so eine Pharma. Und der Ritter macht das einfach so mit. Der hat keinerlei Skrupel. Warum denn auch? Bitte? Eure Patienten kriegen ja eine 1A rund um die Uhrversorgung. Ihr habt die besten MPAs. Man muss das doch bezahlen. Ich finde das völlig daneben. Ich meine, vielleicht bin ich ja altmodisch, aber nach meinem Geschmack sollten sich Ärzte nicht abhängig machen von der Pharmaindustrie. Ich geh da rein. Grüß Sabine. Mach ich. Hat sich beruhigt? Nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, was die hat. Kopf hoch.
Respekt, Männer. Schönen Feierabend. Ich auch. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Die beiden sind verliebt in dich. Red doch nicht so ein Scheiß. Biene, kommen immer noch wegen unserem albernen Streit? Für mich ist das überhaupt nicht albern. Ich bin schwanger. Aber das geht doch gar nicht. Du nimmst die Pille, das habe ich gesehen. Die Packung habe ich weggeschmissen. Also nicht wirklich mit Absicht. Ich wusste auch nicht, dass das so schnell geht. Was? Du hast die Packung weggeschmissen? Ja, ganz spontan. Ich habe nicht wirklich nachgedacht. Wir waren so glücklich. Es hat alles gepasst. Spinnst du? Wie soll ich dir denn jetzt noch vertrauen? Jetzt dramatisier das doch nicht so. Martin, ob ich jetzt 2 Jahre früher oder später schwanger bin? Es war aber mein Wunsch! Ich konnte nicht ahnen, dass es so schlimm für dich ist. Wenn ich gewusst hätte, was das für dich für eine Katastrophe ist, dann hätte ich das auch nicht gemacht, Martin. Bitte, an dem Tag, es war doch alles perfekt. Was soll das denn jetzt? Red doch wenigstens mit mir. Warum? Du hast doch deinen Willen. Aber doch nicht so. Soll ich abtreiben? Mach das sowieso, was du willst. Mal wieder. Boah. Papa. In Deutschland leben 6.000 bis 7.000 Hämophilie-Patienten, von denen 4.000 auf eine regelmäßige Versorgung von Faktor 8 Medikamenten angewiesen sind. Für viele von ihnen ist Hämophilie überlebenswichtig. Soweit die Fakten. Dieser Artikel beschwört hingegen eine AIDS-Gefahr, die lediglich auf Mutmaßungen fußt. Es gibt in Deutschland gerade einmal 100 Verdachtsfälle von AIDS. Alle Betroffenen sind entweder der Homosexuellen oder der Drogenszene zuzuordnen. Kein einziger deutscher Bluter ist an AIDS erkrankt. Wir von Sonne Pharma können Ihnen versichern, Hämoprin ist absolut sicher. Woher weißt du das? Mama, dieser Artikel ist erstens spekulativ und zweitens ist er schwulfeindlich. Und spätestens in 2 Jahren gibt es sowieso ein wirksames Mittel gegen AIDS. Was ist damit? In den USA sind mittlerweile mehrere Patienten, die als geborene Bluter auf die regelmäßige Übertragung bestimmter Blutkonserven angewiesen sind, an AIDS erkrankt. Ja, vielleicht sind das ja schwule Bluter oder drogensüchtige Bluter. Ich verstehe das nicht, wie du das einfach so wegwischen kannst. Sag mal, was willst du denn? Dass ich keine Hämoprin mehr spritze? Soll ich wieder Essigsaure-Umschläge machen und Sabine liest mir aus Tom Sawyer vor? Willst du das? Soll ich vielleicht wie Andreas verbluten? Entschuldige, Mama. Das wollte ich nicht. Was ist denn hier los? Meine Mutter hat diesen bescheuerten Artikel gelesen und glaubt jetzt jedes Wort. Es klingt ja auch einleuchtend, was davon steht. Ja, es klingt auch einleuchtend, dass Kälte Erkältung verursacht und trotzdem ist es Quatsch. Sag mal, Kleine, was ist denn? Das sieht nicht gut aus. Hast du Kummer? Nein, ich bekomme ein Kind. Schon? Das ist doch schön, also. Aber habt ihr denn keine Angst? Wovor sollen wir denn bitte Angst haben?
Unser Kind kann die Bluterkrankheit nicht erben. Ja, das nicht, aber solange das alles nicht geklärt ist... Mama, mir geht's prima, ja? Und ich lasse mir von solchen Horrorgeschichten das Leben nicht kaputt machen. Wenn wir Kinder haben wollen, dann kriegen wir welche. Ja. Ich wünsche euch Glück. Ich freue mich. Tschüss. Komm gut nach Hause. Danke. Wofür? Du hast das erste Mal unser Kind gesagt. Und überhaupt... Was bleibt mir anders übrig? Siedler? Frau Wenning, ich... Ja. Ja, gut, das war ja auch zu erwarten. Ja, ich werde da sein. Natürlich, ja, Ihnen auch, danke schön. Wiederhören. Sind Sie allein? Hat Sonne Farmer es nicht nötig? Frau Wenning. Schon gut, gehen wir rein. Es war Zufall, dass ich auf Herrn Laumann gestoßen bin. Ein befreundeter Journalist hat den Kontakt gemacht. Professor Ritter und der Bluterverband weigern sich, mit meinem Institut zusammenzuarbeiten. Herr Laumann spritzt seit 6 Jahren regelmäßig Hämoprin. Seit einem halben Jahr hat er AIDS-spezifische Symptome. Würde Sie was ausmachen, wenn ich Herrn Laumann ein paar Fragen stelle? Bitte. Herr Laumann, warum glauben Sie denn, dass Sie AIDS haben? Ich habe ständig Husten und manchmal bekomme ich ganz schlecht Luft. Mein Mann ist dauernd krank und hat Fieber. Jetzt hat er noch diesen widerlichen Durchfall. Der Hausarzt spielt alles runter. Weil er keine Ahnung hat. Das liegt an diesem schmutzigen Blut. Von den Fixern und den verdammten Homos. Was denken Sie denn an Medikamenten? Ganze Apotheke. Könnte ich vielleicht mit dem Behandlungsplan sein? Was soll das? Es ist doch offensichtlich, dass Herr Laumann... Frau Wenning, ich werde jetzt einen Blick reinwerfen. Dankeschön. Sie nehmen Antibiotika. Das ist ganz normal, dass Sie Durchfall kriegen. Rauchen Sie? Also nicht mehr als normal. Wie viel? 15. Ja, 20. 20 Zigaretten. Entschuldigen Sie aber bei einer Bronchitis, da müssen Sie sich nicht wundern, wenn es nicht besser ist. Wollen Sie es nicht verstehen? Herr Laumann hat AIDS. Und wenn wir andere Bluter nicht warnen, dann wird es in Deutschland tausende Tote geben. Ich werde hier mal nicht verrecken. Ist es so? Herr Laumann, bitte, jetzt lassen Sie sich doch nicht verrückt machen. Stellen Sie sich vor, eine Mutter gibt ihrem Kind kein Hämoprin mehr, weil Leute wie Barbara Wenning diese Gerüchte verbreiten. Und das Kind verblutet. Wollen Sie das? Wenn ich sterbe, wird meine Frau putzen gehen müssen. Ich bin Frührentner, ich habe nicht richtig anzahlen können. Ich habe versteifte Gelenke. Meine Frau hat nicht arbeiten können, weil sie mich gepflegt hat die ganze Zeit. Wir haben Schulden. Sie sagt, wenn ich mich an die Zeitung wende, bekomme ich vielleicht ein bisschen Geld. Die Frau redet ohne Punkt und Komma, faselt irgendwas von ihrem Institut und bastelt gerade mal in ihrer Doktorarbeit. Die hat dem armen Kerl doch tatsächlich eingeredet, dass der AIDS hat. Und jetzt verspricht sie ihm sogar noch Geld, wenn er damit an die Öffentlichkeit geht. Und, will er Geld? Natürlich ist er scharf drauf. Ich kann es ihm nicht verübeln. Ja, aber man kann auch andere nicht für sein Elend verantwortlich machen. Kein Mensch kann was dafür, dass dieser Mann krank ist. Ja, mir tut's ja auch leid, aber das ist Schicksal. Scheiße, aber wahr. Tja, aber nicht jeder hat die Kraft, die Scheiße, die sie Schicksal nennen, zu ertragen. Das ist die Schuld von der Wenning. Warum macht die das? Warum hetzt sie diesen Mann auf? Wenn sie es raus, Siedler. Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass AIDS nicht durch einen Virus, sondern durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht wird. Das ist doch kompletter Blödsinn. Der Fokus der Forschung ist vor allem auf die Lebensumstände der Homosexuellen und Drogenabhängigen in den USA gerichtet. Wir müssen sowieso keine Sorgen machen. Die Amis mit ihrem übertriebenen Hygienefimmel, die sind viel anfälliger für Keime als wir Europäer. Und wie erklären Sie dann, dass in Deutschland bereits ein Bluter an AIDS gestorben ist? Ja. Der berühmte Patient 1, wie Sie nennen. Sie tun dem Mann keinen Gefallen, wenn Sie ihn postmortem an die Öffentlichkeit herren. Aber er ist der Beweis dafür, dass AIDS unter deutschen Blutern angekommen ist. Nein! Der Mann war mein Patient. Und er hatte Monate vor seinem Tod eine schwere Hepatitis, die auf äußerst ungünstige Lebensumstände schließen lässt. In den USA sind bereits 18% aller AIDS-Patienten durch verunreinigte Spritzen oder Blutkonserven infiziert. Sie werfen hier mit Zahlen Prognosen um sich, die überhaupt nicht überprüfbar sind. Jetzt werde ich Ihnen mal eine absolut gesicherte Zahl nennen. Vor 30 Jahren lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hämophilen bei 16,5 Jahren. Und heute
hat ein Hämophiler dank Faktor 8 nahezu die gleiche Lebenserwartung wie ein Durchschnittsbürger. Aber die Patienten müssen über die Risiken von Faktor 8 informiert werden, auch über die Ansteckungsgefahr für die Ehepartner. Die Patienten sollten beim Geschlechtsverkehr vorläufig Kondome benutzen. Wollen Sie den Patienten auch noch die Stellung vorschreiben? Das ist nicht witzig! Wenn man Sie so reden hört, Frau Wenning, könnte man wirklich glauben, dass es Ihnen um das Wohl der Patienten geht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich weiß nicht, es ist absolut verantwortungslos, wie Sie die Patienten verunsichern. Das ist so, als würde man einem Verdursten in der Wüste ein Glas Wasser reichen und ihm sagen, das Wasser ist vergiftet. Ja, wollen Sie die Leute denn unwissend vergiftetes Wasser trinken lassen? Sie behaupten ja nur, dass das Wasser vergiftet ist. Warum? Warum sollte ich so etwas tun? Jetzt sind wir beim Punkt, Frau Wenning. Denn genau das habe ich mich nämlich auch gefragt. Und ich bin zu einem interessanten Ergebnis gekommen. Ist es richtig, dass Sie eine uneheliche Tochter haben? Und ist es weiterhin richtig, dass der Vater Ihrer Tochter, Professor Max Claassen, ist? Ich glaube nicht, dass das hierher gehört. Ach ja? Professor Claassen ist ein bekennendes Mitglied der Scientology-Kirche. Und demzufolge ein fanatischer Pharmakritiker. Seit Jahren führt Scientology einen Kreuzzug gegen die Pharmaindustrie. Kopfschmerztabletten sind gefährliche Drogen. Und wer bei Scientology genügend Kurse belegt, wird nach Angaben der Sekte immun gegen Krebs. Geben Sie es doch zu, Frau Wenning. Es geht Ihnen nicht um die Hämophilie-Patienten. Es geht Ihnen ganz allein um Ihre obskure Sekte. Das ist nicht wahr. Das war ganz großes Kino. Das war brillant. Ziele, ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir uns duzen. Auf dich, Martin. Prost, Walter. Aber vor allem das Gleichnis mit dem Verdursten in der Wüste. Er war ein bisschen pathetisch, aber sehr. Aber es ist die Wahrheit. Siehst du, das ist es, was ich an dir so schätze. Deine Leidenschaft. Wie du Hämoprin verkaufst, ist wahnsinnig überzeugend. Es ist so, als wäre es das Größte, sich dieses Zeug durch die Venen jagen zu lassen. Weißt du eigentlich, warum ich gerade diesen Posten haben wollte? Ja klar, weil ich so scheiß gut bezahle. Ich kannte mal einen Jungen. Und das ganze Leben von dem Jungen bestand nur aus Bluttransfusionen und Schmerzen dieser ganzen Scheiße, ja? Ja, ist nicht mal 10 Jahre alt geworden. Ein Tritt in die Milz. Mein Gott, wenn es diese Scheiße mit Prino 10 Jahre früher gegeben hätte. Woher kannst du den Jungen? Nachbarschaft. Komm, trinken wir auf den Jungen. Wie war sein Name? Andreas. Auf Andreas. Und auf meinen besten Mann. Auf dich. Die Wenning hat's verdient. Das heute war ein ganz großer Erfolg. Aber Martin, wir müssen aufpassen. In den USA gibt es immer mehr Wissenschaftler, die ähnliche Thesen vertreten. Die werden keine Ruhe geben. Und du stehst in der Öffentlichkeit nun mal an vorderster Front. Macht mir nichts aus. Ja, ja, aber vielleicht solltest du wissen, wo wir angreifbar sind. Also es gibt da ein sehr unerfreuliches internes Szenario mit Berechnungen über mögliche Opfer. Wie? Immer mögliche Opfer. Was meinst du? Entschuldigung. Du willst doch nicht sagen, dass an dem, was die Wenning sagt, irgendwas dran ist? Nein, 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 nein. Was ist das für ein Szenario? Das ist ein übliches hier. Ich schau mir das mal an. Ja, wieso? Du brauchst du nicht. Du weißt doch, wie Wissenschaftler ticken. Der eine sagt das, der andere das. Deine guck nicht so entgeistert. Du hast große Arbeit geleistet. Wir haben alles im Griff. Kein Grund zur Sorge. Du bist ein Kämpfer. Du bist ein guter Boxer. Wieso schwimmst du eigentlich? Hey, bist du vom anderen Ufer? Nein. Na, das komm. Mann, komm, wir kämpfen jetzt hier, los, komm. Nein, nein, das ist gut. Das komm. Ist gut. Da hast du bloß eine große Klappe, du. Ja? Du bist nicht so müde. Hey. Ich geb ihn können. Thank you.
Fällt dir was auf? Was meinst du? Na, schau doch mal genau hin. Was siehst du da? Ein Frosch. Guck doch mal, das sieht doch aus wie ein Schniedel. Naja, mit viel Fantasie. Wir bekommen einen Jungen, Martin. Ein Junge kann die Hämophilie nicht weitervererben. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Ja, das ist schön. Jetzt freu dich doch mal. Ich freu mich. Ich freu mich mal richtig. Ja, ich freu mich. Ich weiß, du bist ein Junge, weil das kannst du nicht doch mal freuen. Ich freu mich auch total. Wir hätten mal sehen sollen, wie die Benny geguckt hat. Die war echt erledigt. Warum übernehmen wir nicht einfach das letzte Inaktivierungsverfahren der Firma Janka, um mögliche Viren abzutöten? Danke. Haben wir was von Lizenzen gehört? Lizenzen kann man kaufen. Ja, das ist aber teuer und schlecht fürs Image. Abgesehen davon, dass wir dann das zigfache am Blutplasma bräuchten. Also ist das eine Kostenfrage? Lange hat mir von dem firmeninternen Szenario über den Zusammenhang von AIDS und Hämophilie erzählt. Ich würde da gerne mal einen Blick reinwerfen. Weiß ich nichts von. Ach komm, Sie Hammerstein, als Leiter der Forschungsabteilung müssten Sie das Szenario kennen. Die Küche hier in der Kantine hat unheimlich nachgelassen. Finden Sie nicht auch? Ich muss los. Wissen Sie, was ich komisch finde? Macht ihr einen auf Gourmet? Hat aber eine Dänin geheiratet. Ja, dann schicken Sie mir einen Kurier. Dankeschön, wiederhören. Du hast gute Arbeit geleistet. Dafür möchte ich dir eine kleine Prämie zukommen lassen. 5000 Mark. Danke. Dein Engagement gefällt mir. Aber eine Bitte habe ich an dich. Die Vermarktung von Hämoprien verlangt im Moment absolutes Fingerspitzengefühl. Da kann man nicht rumrennen und nach firmeninternen Szenarien fragen. In dieser Situation kannst du nur in enger Absprache mit mir agieren. Haben wir uns verstanden? Sicher. Aber das Szenario, du hast es selbst erwähnt. Ja, sicherlich gibt es verschiedene Gutachten, aber die sind alle in sich widersprüchlich. Alter, du hast wortwörtlich gesagt, es gibt ein firmeninternes Szenario über mögliche Opfer. Das klingt für mich sehr eindeutig. Es gibt kein spezielles Papier, das du kennen musst. Haben wir es verstanden? Ansonsten, wenn du Fragen hast, hab keine Hemmung. Aber frag mich. Tom, ich bin's. Ich brauche deine Hilfe. Du schwiegst ja am Wasser wie eine Bleiente. Warum bist du so spät? Ja, hat etwas länger gedauert. Und? Hast du die Akte? Du musst dich gerne sauber machen, Martin. Wenn es ein paar Irritationen gibt. Entscheidend ist, dass du und Sabine jetzt nach vorne schaut. Ihr habt noch viel vor. Was ist denn los, Tom? Professor Ritter tut offiziell so, als wäre alles in bester Ordnung. Aber intern haben wir Anweisungen, Kinder und Jugendliche, die noch keine Hepatitis hatten, mit dem hitzebehandelten Medikament der Firma Janka zu versorgen. Das heißt doch, Ritter glaubt selbst nicht mehr an die Sicherheit von Hämoprin. So weit würde ich nicht gehen, aber ich kann sagen. Tom, hast du jetzt die Akte oder nicht? Wenn du eine Angst wegen deiner Stelle hast, dann sag's einfach. Ich hab keine Angst um meine Stelle. Dieses Rumgeeier von dem Ritter geht mir sowieso die ganze Zeit schon auf die Nerven. Ja. Todesursache ist laut pathologischem Sektionsbefund ein zentrales und toxisches Herz-Kreislauf-Versagen bei Hirnmassenblutung und Lungenentzündung. Und das ist typisch bei PML-Patienten. Was ist ein PML nochmal? Progressive multifokale Leukoenzephalopathie. Fortschreitende, vielherrige Entmarkung des Hüllgewebes und die Nervenzellen. Ja, gut, ich weiß. Das Center of Disease Control in den USA hat PML kürzlich als eine histologisch gesicherte, AIDS-definierende opportunistische Erkrankung eingestuft. Wie jetzt? Was heißt denn das jetzt? Patient 1 hatte AIDS. Hallo, Frau Kostenkammer. Moin, oder? Moin. Ja, was meinst du? Das ist nicht absolut hundertprozentig sicher. Dafür wissen wir zu wenig. Und es ist nur ein einziger Fall hier in Bremen.
Kuscheln für dich. Komm mal mit. Sabine, ich bin müde. Ach, jetzt komm doch mal. Tata! Was ist denn das alles gemacht? Deine Mutter hat mir geholfen. Schau mal hier. Und die Wiege? Und gefällt's dir nicht? Hab ich... Nein, es ist wunderschön. Wirklich. Hey. Legen Sie das bitte in den Tresor. Und nehmen Sie sich morgen besser nichts vor. Kann sein, ich brauche Sie für 2-3 Stunden. Schönes Wochenende. Ich habe hier noch die Presseauswertung. Ach, leg es mir bitte auf den Schreibtisch. Frau Roman ist noch hier. Alles klar. Schönes Wochenende. Ja, dir auch. Und grüß Sabine ganz lieb von mir. Danke. Sonne Pharma, Büro Dr. Lange. Mein Name ist Iris Hohmann. Was kann ich für Sie tun? Ach Mensch, du Arme. Schon wieder? Warte mal, ich schau mal nach, ob ich noch welche habe. Ja, soll ich sie dir gleich rüberbringen? Kein Problem. Der Chef ist schon weg. Ich weiß, ich will mal kurz was auf den Schreibtisch legen. Muss kurz in die Buchhaltung, im Notfall. In die Ergebnisse. In 3 bis 4 Tagen habe ich die Laborwerte. Aber du weißt ja, dass sie keine eindeutige Diagnose liefern. Ich glaube, ich habe Symptome. Das heißt alles noch gar nichts. Wir gehen ganz systematisch vor. Mach dir mal keine Sorgen. Sorry. Was wollen Sie? Ich brauche Ihre Hilfe, aber Sie müssen mir die Wahrheit sagen. Was weiß denn einer wie Sie von der Wahrheit? Sind Sie Scientologin? Das hätten Sie mich vor der Konferenz fragen sollen. Bitte. Es geht Sie zwar nichts an, aber nein, ich bin keine Scientologin und war es auch nie. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich dachte wirklich, ich habe Informationen, die Sie interessieren werden. Wie wollen Sie diesmal in die Pfanne hauen? Sie hatten recht mit Patient 1. Er ist an AIDS gestorben. Ich habe seine Krankenakte. Das bedeutet, dass AIDS kein rein amerikanisches Phänomen mehr ist. Sie haben den Unsinn noch nicht wirklich geglaubt. Seit wann macht eine Infektion an irgendeiner Grenze Halt? Warum sind Sie hier? Es gibt ein firmeninternes Szenario. Ich konnte allerdings nur einen flüchtigen Blick hineinwerfen. In dem Szenario werden für die USA beängstigende Zahlen genannt. Man rechnet in den nächsten 5 Jahren mit über 2000 toten Blutern durch AIDS, was euch das Faktor 8. Plus 3-mal so viele Infektionen.
ist es von einer gigantischen Epidemie die Rede, die auch Europa und Deutschland erfassen wird. Das sind die Zahlen der Firma Sonne? Ja. Sie müssen dieses Szenario besorgen. Das ist unmöglich. Verstehe. Wie schätzen Sie die Gefahr ein? Ich meine, wenn jemand nur ab und zu Faktor 8 spritzt, kann er sich dann auch infizieren? Muss nicht. Aber es ist wie mit dem Schwangerwerden. Ein Schuss kann reichen. Deine T-Helferzellen sind reduziert. Leider ja. Aber was heißt reduziert? Ich meine, Dr. Ritter sagt, das muss nicht unbedingt schlimm sein. Das kann man. Martin, ich will dir nichts vormachen. Deine Helferzellen sind dramatisch reduziert. Deine Lymphknoten sind geschwollen. Du weißt, ich kann keine sichere Diagnose stellen, aber so wie es aussieht, hast du höchstwahrscheinlich AIDS. Es tut mir so leid. Ja. Gianni sagt, wir haben gute Chancen, dass du nicht infiziert bist. Und wenn du gesund bist, dann ist auch das Kind gesund. Das ist doch das Wichtigste. Und du warst doch in letzter Zeit überhaupt nicht erkältet, obwohl ich erkältet war. Das ist doch ein gutes Zeichen. Das ist sogar sehr gut. Dein Immunsystem macht einen prima Eindruck. Ich glaube nicht, dass es geschwächt ist. Ine, bitte, wir bekommen ein gesundes Kind, ja? Bitte. Wiedersehen. Und? Alles gut soweit. Der Arzt sagt, soll mir keine Sorgen machen. Ist natürlich nicht sicher, aber meine Werte sind so gut. Ist doch gut. Ist doch gut. Lass uns nach Hause fahren.
Ja? Störe ich? Sie uns stören? Wie soll das denn gehen? Ich wollte mich verabschieden. Er hat mich gefeuert. Was, wieso das denn? Anscheinend sind irgendwelche Interne aus einem vertraulichen Dokument an diese Barbara Wenning durchgesickert. Ich rede mit Lange. Ich sag ihm, dass ich es mache. Nein, das war meine Verantwortung. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Grund. Ja. Den hatte ich. Da läuft eine Schweinerei, habe ich recht? Ja. Der Lange, der kann wahnsinnig großzügig und charmant sein. Aber der verlangt bedingungslose Loyalität. An Ihrer Stelle würde ich aufpassen. Ich habe nichts zu verlieren. Wussten Sie, dass wir diesem Laumann 20.000 Mark gezahlt haben? Entschuldigen. Ich habe nicht geglaubt, dass... Es tut mir leid. Warum haben Sie mir dann das Schweigegeld gezahlt? Das habe ich gerade erst erfahren. Ehrlich. Der Hellste sind Sie nicht, ne? Es ist noch nicht zu spät. Herr Laumann, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen. Wir müssen die Politik unter Druck setzen, damit die Pharmaindustrie gezwungen wird, Faktor 8 sicherer zu machen. Arschlecken. Sie haben Ihre Chance gehabt. Ich will nicht mehr. Bitte, Herr Laumann, überlegen Sie noch mal. Gibt's nichts zu überlegen. Sie sind doch eine ganz kleine Wurst. Mein Hirn ist noch nicht verrottet. Ich habe mich über Ihre scheiß Firma schlau gemacht. Gib sie mir. Los, gib sie mir. Gib sie mir. Walter Lange. So heißt der Chef, oder? Herr Laumann, bitte. Ich wollte ihn erschießen. Ich bin ihm sogar hinterher. Beethovenstraße 68. Das ist eine schicke Gegend. Aber ungeeignet. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin, wenn das hier endlich vorbei ist. Wie wahnsinnig froh ich darüber bin. Sie die am Chef. Dann kann sie sich einrahmen.
Schönen Gruß von Herrn Laumann, Patient Nummer 2. Was? Ich verstehe nicht. Er liegt im Sterben. AIDS. Und eigentlich wollte er dich vorher erschießen. Was redest du da? Er hat dir nicht verziehen, dass er sich hat kaufen lassen. Findest du 20.000 Mark eigentlich angemessen für ein Menschenleben? Du hast gewusst, dass Laumann AIDS hat. Steht alles in eurem Szenario. Es ist alles längst bekannt und trotzdem macht ihr weiter. Du hast es der Wenning verraten. Ja. Warum, Martin? Warum? Was ist das denn für eine Scheißfrage? Soll ich vielleicht zuschauen, wie wir lustig Menschen umbringen? Was kann ich denn für dieses verdammte AIDS? Ich bin für die Firma verantwortlich, für die Mitarbeiter. Und was mit uns? Ist dir egal, wenn wir verrecken? Wieso sollen wir verrecken? Ich bin Bluter. Dieser Andreas, auf den wir angestoßen haben, war mein Bruder. Das glaube ich jetzt nicht. Du hast mich die ganze Zeit belogen? Ich wollte unbedingt in dieser Firma arbeiten. Allen zeigen, was für ein wunderbares Medikament Hämoprin ist. Du hättest mich doch als Bluter niemals eingestellt. Bist ab sofort freigestellt. Du kannst in dein Büro gehen, deine persönlichen Sachen holen. Der Sicherheitsdienst wird dich begleiten. Ich habe mich infiziert. Ich habe AIDS, Walter. Oh Gott. Es tut mir leid. Ehrlich. Und Sabine und das Baby. Ist mit denen alles in Ordnung? Ja. Die Chancen stehen gut. Martin, willst du auch einen Tee? Martin? Willst du auch? Was machst du? Ich zieh aus. Was? Ich werde dich unterstützen, so gut ich kann, aber seien wir realistisch, ich bin eine Gefahr für dich und das Baby. Das ist doch Quatsch. Wenn wir aufpassen, kannst du uns gar nicht mit AIDS anstecken. Es geht doch nicht nur um AIDS. Mein Immunsystem ist am Arsch. Ich würde alles kriegen, was rumgeht. Pilze, Lungenentzündung, das ist einfach viel zu gefährlich für dich. Ja, dann sind wir eben vorsichtig. Aber du kannst doch nicht ausziehen. Das ist doch auch dein Kind. Du hast keine Ahnung, was AIDS bedeutet. Aber du, ich möchte das nicht. Hine, ich werde zum Pflegefall! Ich werde dir vor den Augen verrecken! Ich werde dir nicht zumuten. Punkt. Das kannst du doch nicht alleine bestimmen. Ich will nicht alleine sein. Ich erlaube das nicht. Du bleibst hier. Ist auch meine Entscheidung und ich sage nein! Du musst auf dich aufpassen. Ich will aber mit dir zusammen sein. Auch wenn du krank bist und schwach, das ist mir egal. Ich will mit dir zusammen sein. Wir gehören doch zusammen. Wir drei. Aber du wirst sowieso alleine sein. Wenn er eingeschult wird, wirst du alleine sein. Wenn er seine ersten Tore schießt, wirst du alleine sein. Wenn er sich verliebt, wirst du alleine sein. Aber du bist doch noch am Leben. Martin. Martin! Martin, bitte ruf mich zurück.
weinen. Okay? Versprochen. Ich hab dich lieb. Andreas. Andreas. Bitte. Doch gar nicht. Der Vorsitzende des Brüderverbandes lässt Sonne Pharma eine schriftliche Erklärung zukommen, in dem die Patienten bereit sind, das AIDS-Risiko zu tragen, solange die Versorgung von Faktor 8 gewährleistet bleibt. Sie haben Angst vor den höheren Kosten. Ich habe mit sämtlichen Journalisten gesprochen, vom Stern, vom Spiegel, mit der Zeit. Ich habe vom BGA mit jedem geredet, den ich dann irgendwie kenne. Ich habe mit den Verbänden telefoniert. Vielleicht sollten wir noch mal versuchen, von Angesicht. Nein, mehr können wir nicht tun. Das BGA wird sich unseren Forderungen anschließen müssen. Und außerdem müssen Sie sich auch mal ausruhen. Beschissen. Warum? Weil das Bundesgesundheitsamt unterwandert ist von Duckmäusern und Schleimschmässern. Nein, jetzt auf gar keinen Fall. Und die Krankenkasse, nein, jetzt nicht. Und die Krankenkasse und das Rote Kreuz machen vehement Front gegen unsere Vorschläge. Beweise, was ist mit Patient 1? Die haben doch glatt die Einschätzung der amerikanischen Gesundheitsbehörde über AIDS-Merkmale für wissenschaftlich nicht haltbar erklärt. Wie bitte? Professor Vondenhoff, die jetzt für Beck Pharma arbeitet, hat vehement abgestritten, dass AIDS durch ein infektiöses Agens übertragen wird. Und das Rote Kreuz hat gegen den Core-Test gewettert. Und am Ende waren sich alle einig, dass ein Eingreifen des BGA in das komplizierte Marktgefüge unweigerlich zu Engpässen in der Versorgung von Gerinnungspräparaten führen würde. Nicht einfach reinmarschieren. Der Ausbruch der Krankheit AIDS erfordert nach unserem bisherigen Kenntnisstand das Wirken zusätzlicher Risikofaktoren. Nein, es braucht keine weiteren Risikofaktoren. Es reicht aus, Faktor 8 zu spritzen, um an AIDS zu erkranken. Ich denke, Sie sind hier nicht zugelassen. Martin, bitte. Das ist hier nicht das Forum, Doch, Walter. Genau das ist es. Du machst einen großen Fehler, Martin.
in deinem eigenen Interesse. Sei vernünftig. Ich bin Bluter. Und ich habe AIDS. Seit 10 Jahren spritze ich ausschließlich Hämoprin. Und das auch nur im Bedarfsfall. Trotzdem habe ich mich infiziert. Der Firma Sonne sind die Risiken bekannt, aber aus Kostengründen wird vertuscht und taktiert. Um weitere Infektionen unter Hämophilen zu verhindern, muss das Bundesgesundheitsamt aktiv werden. Und alle Faktor-8-Produkte müssen mit Vireninaktivierungsverfahren sicher gemacht werden. Und dem Vertreter der Krankenkasse möchte ich Folgendes sagen. Wenn Sie Angst vor einer Verteuerung von Faktor 8 haben, denken Sie bei dieser Rechnung auch an die Folgekosten von 1000 AIDS-Erkrankungen. Wenn Sie Zweifel an mir und meiner Krankheitsgeschichte haben, kann ich Ihnen gerne eine Krankenakte zur Verfügung stellen. Dann ist AIDS also doch unter deutschen Blutern angekommen. Haben Sie es jetzt endlich begriffen? Wäre es nach uns gegangen, dann hätten wir das Privatleben unseres ehemaligen Mitarbeiters selbstverständlich nicht an die Öffentlichkeit gezerrt, aber durch seine Anschuldigungen lässt er uns keine andere Wahl. Noch während Herr Siedler für unsere Firma tätig war, kam es zu einigen bedauerlichen Vorkommnissen, aufgrund derer sich Sonne Pharma von Herrn Siedler trennen musste. Sie finden in unserem Dossier die eidesstattlichen Erklärungen zweier Mitarbeiter, die von Herrn Siedler sexuell belästigt wurden. Insofern ist davon auszugehen, dass die AIDS-Erkrankung von Herrn Siedler nicht auf Faktor 8, sondern auf seine Homosexualität zurückzuführen ist. Das ist Verleumdung. Herr Siedler ist nicht homosexuell. Meine Damen und Herren, wegen der nicht eindeutigen, also um, ich meine, im Sinne einer gewissenhaften Risikoabwägung, wird das Bundesgesundheitsamt im März nächsten Jahres entscheiden, ob man entsprechende Maßnahmen einleiten muss. Das ist zu spät. Sie müssen jetzt entscheiden. Wenn Sie das machen, legen wir Widerspruch ein. Die Sitzung ist beendet. Meine Frau bekommt ein Kind. Einen Moment, Herr Siedler. Ich frag mal kurz nach, wie heißt denn Ihre Frau? Sabine Siedler. Bitte, ich muss zu ihr. Ich habe ihr versprochen, dass wir das zusammen durchstehen. Hier ist der Mann von Sabine Siedler. Er will zu seiner Frau. Ja? Ja, in Ordnung. Sie müssten bitte hier draußen warten. Wieso? Ich will zu meiner Frau. Sie dürfen nicht in den Kreissaal. Aber meine Frau bekommt unser Kind. Ärztliche Anweisungen. Herr Siedler, Sie haben diese... Wir haben unsere Vorschriften. Aber wenn das Baby da ist, dann sage ich Ihnen Bescheid. Aufführst? Ich glaube nicht, dass du da eine große Hilfe wärst. Hör mal. Ich habe schließlich 2 Jungs auf die Welt gebracht. Mama. Nicht weinen. Nicht weinen. Noch bin ich da. Glückwunsch, Herr Siedler. Sie haben einen gesunden Sohn. Und Ihrer Frau geht es auch gut. Darf ich zu Ihnen? Die beiden sind müde. Am besten fahren Sie jetzt nach Hause. Moment, ich möchte jetzt gerne zu meiner Frau und zu meinem Kind. Herr Siedler, seien Sie doch vernünftig. So kurz nach der Geburt. Aber ich... Ich darf doch zu ihr, hm? Natürlich. Mama, gibst du dir bitte Sabine? Ja. Alles in allem ist die Umstellung auf unser Virus inaktiviertes Verfahren reibungslos verlaufen.
Die Zahlen von Hämoprin-HT sind gut. Es gibt nur ein kleines Problem. Wir haben noch große Lagerbestände von nicht inaktivierten Faktor-8-Konzentraten. In Europa und in den USA können wir diese Bestände nicht mehr absetzen. Auf dem asiatischen Markt ist der Bedarf enorm. Hattest du keine Lust, zum Schwimmen zu gehen? Tom zuckte zusammen. Er forschte im Gesicht seiner Tante nach verdächtigen Spuren, aber es verriet nichts. Also sagte er, nein, eigentlich nicht. Die alte Dame streckte ihm die Hand entgegen und beführte Toms Hemd. Ich hab dir eine Hühnersuppe gekocht. Du musst was essen. Barry Finn vor, und wenn du alt genug bist, kannst du dir die Kassette anhören. Das ist ein super Buch. Das hat mir deine Oma schon vorgelesen und deinem Onkel auch. Was man aus dir wird? Bist du ganz kommunikativ? Siehst gut aus. Der Aussprache hapert es noch ein bisschen. Aber du bist lustig. Und das ist die Augen deiner Mutter. Entschuldige, ich will nicht stören. Darf ich reinkommen? Was für ein hübscher Junge. Wie heißt er? Daniel. Sieht er ähnlich? Das hoffe ich doch. Wie geht's dir? Ich habe eine scheiß Angst vor dem Tod. Ich will leben. Ich will nicht sterben. Der einzige Grund, warum ich nicht durchdrehe, ist mein Sohn. Und Sabine natürlich. Es ist eine Tragödie. Und ich möchte mich bei dir entschuldigen. Keiner von uns wollte, was passiert ist. Jeder hat seine Rolle gespielt. Wir wollten das Beste. Niemand hat dich gezwungen, eine Rolle zu spielen. Ich will mich nicht streiten. Fahr zur Hölle, Walter. Und nimm den Scheißbären mit. Thank you.